Einen wunderschönen guten Mittag, Leute. Lisa und ich starten zur Schnapsidee des Jahres 2021. Ich will nicht. Nachdem wir jetzt schon den ungefähr vierten Mini-Mammutmarsch von 55 Kilometer hinter uns gebracht haben, geht heute richtig zur Sache. Vor allem, wenn man immer ins Ziel kommt und einfach sich so richtig zum Kotzen fühlt, und dann denkt man sich auch, Mensch, ein Hund hat keine Wolle auch mal probieren. Kein Problem. Die 45 mehr, aber man muss sagen, wir waren ja auch beim Stoneman Dolomiti, 61 Kilometer und 3.500 Höhenmeter. Deswegen können wir uns ja mal an den Endgegner des Mammutmarschs wagen. Also ich denke, das könnte schon funktionieren. Der Mammutmarsch ist in Wuppertal, 100 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Deswegen wird er auch der Endgegner genannt, weil zum Beispiel der Mammutmarsch in Berlin halt relativ flach ist. Und so haben wir jetzt noch ungefähr anderthalb Stunden Fahrt vor uns. Der startet ja immer am Nachmittag, damit wir dann durch die Nacht am nächsten Nachmittag wieder ankommen. Wir haben 24 Stunden Zeit. Und gucken mal, wie wir es hinkriegen. Wie weit wir kommen. Wie weit wir kommen. Bis zum Ende. Denke ich mal. Ob wir am Ende sind oder der Marsch am Ende ist, das ist einmal dahingestellt. Eine kleine Zwischenmahlzeit. Boah, wieder quietscht. Schön im Blatt gesessen. Mmh. Das Wichtigste ist die Ernährung. Man muss sich gesund und ausgewogen ernähren, um so einen 100 Kilometer Marsch zu schaffen. Das ist das A und O. Dann halten wir uns auch dran. Hundertprozentig. Wir sind Sportler. Na, knattern wir erstmal weiter. So, wir sind schon mal angekommen. Stopfen uns erstmal hier so ein wunderschönes Fleischsalatbrötchen rein. Und hoffen, dass wir heute Nacht, wenn wir wiederkommen, ne, kommen wir ja gar nicht. Morgen früh, morgen Nachmittag, dann kommen wir hier. Unser Auto noch da ist. Hier ist so ein Verkehrschaos. Ja, hier geht gut dann ab. Eine Fahrt zu erwarten, aber schön ist es immer nie vorher. Wir stehen auf jeden Fall schon mal. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen noch 20 Minuten warten, bis wir rein können. Dann nutzen wir die Zeit und kuscheln noch ein bisschen. Hauptsache sitzen, das ist das Allerwichtigste. Ja, so halb. Und danach 20 Stunden laufen. 20? Oder? 22? Eher 24 bis 26. Oh Gott. Ich bin jetzt schon müde. Aber den guten Outdoor mit Sebastian haben wir schon angetroffen hier. Den haben wir gesehen. Der startet jetzt gleich. Der Wanderstar von YouTube. Die Schlange zur Anmeldung. Na Liesel, hast Bock? Nein. Hä? Man weiß ja, was einen erwartet. Solange dann nicht hier auch noch 2-3 Kilometer mehr sind, als auf dem Papier steht. Und wir uns nicht allzu oft verlaufen in der Nacht. Heute Morgen haben sie noch geschrieben, ihr müsst gucken, es hat schwer geregnet, die Pfeile sind weggewaschen. Was kann schief gehen? Ja. Ich brauche nochmal bitte die Nummer, nochmal eintippen. Jo, und einmal bitte den Covid-Impfnachweis. Ja, super, viel Spaß. Und zum Start jetzt gleich kommt er angefallert. Und die, wir schießen gleich auch so los, oder? Ja. Holen wir wieder ein, die halbe Stunde. Wieder voll. Wieder voll, danke. Ja, danke. Hier sollte mal einer mit dem Bagger kommen und das Klo sauber machen. Schön ist, wenn man schon vor dem Lauf noch ein Loch hat vom letzten Lauf im Fuß. Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Nein, Marsch. Das war schon mal geil. Hä? Oh Mann, das kann nichts geben heute. Eine Mutze hier. Also wir wurden gerade eben mit unseren Laufrucksäcken gefragt, ob wir auf 10 Kilometer unterwegs sind. Ich wusste gar nicht, dass es auch einen Mammutmarsch 10K gibt. Wir sind ja immer sehr minimalistisch unterwegs. Naja, knapp unter den 5 Kilo geblieben. Knapp. Aber manche Leute, die haben hier Rucksäcke dabei, die haben da alles dabei. Rote Kreuz, Mannschaftszelt, Liegen. Bügelbrett. Bügelbrett, alles da, was man so gebrauchen könnte. Das ist natürlich dann über die lange Distanz ganz schön anstrengend, den ganzen Mist mitzuschleppen. Vor allem, wenn man hier 2000 Höhenmeter hat. Das würde ich mir gar nicht zutrauen, so viel. Nee. Klar, ich denke, dass wir heute Nacht frieren werden. Also ich auf jeden Fall. Ja, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir anfangen zu laufen, statt zu gehen. Bei Kilometer 60 nochmal einen lockeren 20er. 17 minutes to go.
100 Kilometer. Das so gut überlegt war. Keine scheiß Idee. Hättest du das wieder ausgedacht. Angenehm. Ja, 500 Meter haben wir schon. Der Rucksack tut weh. Erste Ermüdungsbrüche. Ja, Zehklemm. Ich bin schon zu verzeichnen. Ich finde mein Zeug nicht mehr. Aber krass, dass das so viele machen wollen. Man kennt ja sonst kaum Leute so immer, die das machen wollen. Manche wollen nur mit dem Hund Gassi hier krassen. Ja, die wollen einfach nur ihre Ruhe. Die wollen einfach nur ihre Ruhe. Da vorne, die wollen bis auf die Galapagos-Inseln wandern mit ihrem Hund. Die Verwandten zu besuchen. Alles am Start. Ja, da vorne ist der OMS offen. Auf dem Kühlturm. Auf dem Schlot geklettert. Wir nerven einfach alle jetzt hier, glaube ich. Auf jeden Fall. Hier kommt kein Auto mehr durch, kein Fahrrad. Ja. Da hat einfach nur enttäuscht, dass das kein Ende nahm, weil die Route war eigentlich eine Route. Also wir sind bei Kilometer 3,67 und es wird das erste Mal gepinkelt. Feuerfrei. So, Kilometer 5 haben wir geschafft. Wir haben hier die Profis am Start. Warte, Bauch. Ah, das sieht top aus. Direkt aus Berlin auf die Strecke. Hier nach Wuppertal. Naja, die Jungs sind ein bisschen schneller als wir, aber laber ein bisschen mit uns. Hier hinten, da sieht man schon 2000 Kilometer gelaufen. Hat der Gegner schon Respekt. Hier gibt es doch keine Gegner. Hier gibt es nur Freunde. Nur Freunde. Nur Freunde. Ja, nur Mammut. Nur Mammut. Hier ist ein kleines Mammut. Ja. Aber gleich, heute Abend, morgen früh, nee, morgen Nachmittag, ein großes Mammut. Ja, ein ganz brodeliges Mammut sein. Oh ja, da muss ich, bis dahin müsste er weg sein. Ja. Sobald es böse wird, dann ist... Du, ich hab's jetzt auch zu Hause. Ja. Schnitt, schnell, 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 schnell. Ja, klar. Ja, bei uns ist das eher... Lina und Silvia, wir kommen, mich kennt man ja wahrscheinlich. Ich kenne euch wahrscheinlich. Ja, freuen wir uns, euch nächstes Mal zu sehen. Macht's gut. Voll geil hier, ne? Diese wunderbare Lampe ausprobieren hier. Ja. Ja. Es ist so geblendet, dass man nicht mehr weiß, wo man hinlatschen muss. Da denke ich hier im Fahrrad von vorne. Jetzt geht es erstmal durch den Tunnel. Ja, der Tunnel ist cool. So bald ein Kilometer oder länger. Ja. 6,5 Kilometer haben wir. Ah ja. Was sehe ich da? Spurrillen? Ich glaube, da hat der OMS schon eine Spur hergerissen hier. 10,5 km/h. Wie ein Zäpfchen durch den Tunnel. Guck mal, ein paar Höhenmeter hier bei Kilometer 8,5. Das ist enorm. Ah, 5 Höhenmeter. Nee, also ich freue mich. Na, Süße. Wie fühlt sich bei Kilometer 8,5? Die übliche Reibeangst am Fuß. Ah. Diesmal ist links irgendwie eher ein bisschen nervig. Ja. Hauptsache, es bleibt trocken. Ja. 9,5 bis 10 Kilometer, dann sind wir am VP1. Da gibt es dann erstmal Pizza und Gyros. Ich hoffe, es gibt ein Äppelchen. Entschuldigung. Ja, Rolo. Immer durch mit dir. Wir wollen keinen. Ja, danke. Wenn ich gemeint war. Drohnenaufnahmen sind doch immer Intervalltraining. Jetzt wieder hinter Lisa her. Da ist sie wieder. Kilometer 10. Da haben wir ihn. Erstmal einen rauchen. Ja, bei den VPs, da gibt es keine Knacker. Ne. Da gibt es eher... An die Sticks, die schmecken nach Fuß. Aber es gibt auch sehr energetische Bomben, zum Beispiel Gurke. Ja. Und Tomate. Ja.
Hey! Für ein Fadengetränk. Wie immer muss ich hier auch nochmal zugreifen. Geil. Also da hinten gibt es die Feierabendwäsche, aber wir haben noch lange keinen Feierabend. Wir sind jetzt bei Kilometer 13 bis 100 ist es noch lang. Wir gehen erstmal durch die Straße und wenn wir Glück haben, werden wir so fahren. Leider nicht. Sehr schön, danke. Danke dir. Du musst jetzt hier noch die ganze Zeit im Gras hocken. Nein, ich suche noch mal alles. Okay. Die Strecke ist eigentlich richtig gut. Wir haben uns gerade schon mal drüber unterhalten. Weil wir hatten auch schon echt langweilige Strecken auf den 55-Kilometer-Touren. Und die Höhe ist auch abwechslungsreich. Am Anfang war dann nur am Kanal entlang, das ist ein bisschen langweilig. An der Nordbahntrasse entlang. Aber jetzt hier so durch das Buchenwäldchen ist eigentlich eine echt coole Geschichte. Man merkt ja schon langsam, wie die dunkel wird. Das war ein ganzer Tag noch nicht hell bei der Bewölkung, aber der Abend nähert sich auf jeden Fall. Jetzt wird's interessant. Gerade eben saßen schon die ersten am Rand und haben sich die Blasenpflaster angeheftet. Naja. Das ist natürlich dann eine lange Geschichte. Ich meine, man sollte das schon so früh wie möglich. Ja. Bevor es schlimmer wird, aber. Wir machen auch gleich mal eine Inspektion, wenn wir am ersten VP sind. Ja. Ja, sind jetzt noch. Ja, so 3,5 bis zum VP ungefähr. Und dann melden wir uns nochmal. Kann man doch direkt mal die Sonnenbrille aufziehen. Nice. Wir sind ganz kurz vorm VP1 bei Kilometer 17,3 und seit Kilometer 11 bin ich am Gähnen. Schon mal gute Voraussetzungen, um durch die Nacht zu wandern. 55er, die mir jetzt vorher gelaufen sind, tut genauso weh wie bei den 55ern. Fängt schon an, die Oberschenkel. Ja. Wir sind kurz vorm Zerbröseln. Ja. Wir freuen uns erstmal auf den VP1 und werden da wahrscheinlich noch ein kleines bisschen fauchen. So 5, 6. 20 Minuten so. So Stündchen halb. Beim zweiten VP werden wir ja schon in dem Dunkeln sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Da sollte ja schon das Viadukt angestrahlt sein. Genau. Na, das ist ja schon mal ein optisches Highlight zumindest. Dann werden wir jetzt mal weiter Richtung optisches Highlight laufen und melden uns dann nochmal am VP1, wenn es richtig üppig zu essen gibt. Super, danke euch. Die aufgequollenen Pfoten mal einreihen. Ja. Setz mich jetzt einfach hier gerade hin. Hi. Ja, ich hätte gerne zwei Äpfel. Also ich bin jetzt für heute weg. Ich bin jetzt am zweiten Posten, muss da auch. Dankeschön. Ein paar Salzstangen. Salzstangen brauche ich keine, aber vielleicht ein paar Gürkchen. Ja. Das ist da mein Herr da. Ja, Junge. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Leider. Hau rein. Jo. Jetzt sind wir hier im wunderschönen Gevelsberg. Gerade waren wir in der VP1 und ich habe eine wunderschöne Drohnenaufnahme gemacht und das Ding erstmal in den Baum gehämmert. Ja. Erfolgreiches Zersägen der Drohne. Ganz schnell hier drüber. Jetzt haben wir das schon fast geschafft, da lohnt es sich ja nicht mehr überfahren zu werden. Drinne. War besser als diese komische Salatgurke. Hier liegt noch ein Löffelchen. Oh, hier Löffelchen. Oh, lecker. Ein Löffelchen. Danke, dass mein Rucksack viel gemacht hat.
befinden uns beim Halbmarathon, Kilometer 21,1. Es gibt die ersten Berge hier. Der Rettungswagen stand schon da, für die ersten, die am ersten Berg absterben. Der steht aber immer da. Der steht immer da. Wie wollt ihr das eigentlich aushalten? Nachts, genau. Da schlafen wir ein, glaube ich. Ich bin noch Kletter lang gesagt. Ich ziehe den ganzen Wald hinter mir hier. Was ist denn da los? Jetzt ist mein Schnürbändel auf. Wie weit ist es denn noch? Ach Gott, hier ist der Tyrannosaurus ausgebrochen. Scheiße, da ist unser Wasser. Das ist wieder so Wurstfinger. Sag nur eins, hoch die Hände, Wochenende. Das ist ein Wochenende zu entspannen, oder? Hier. Mal vorkommen, da denen ihr Dominos-Transporter ausgeraubt würde. Haben die Sonnigste sich bestimmt. Ja, geil. Zu Hause ist dann neben mir die. Ja, ich hab da jetzt eine Nachricht. Wir haben 30 Kilometer abgerissen, befinden gleich. Uns gerade am Berg und haben die ersten 500 Höhenmeter hinter uns. Ich liege gleich irgendwo drüber, ey. Ja, ich sehe gar nichts. Das blendet so ins Gesicht. Mit dem Lämpchen sieht man das. Oh, meine Güte, ey. Naja. Wo sind wir hier? Wir sind auf jeden Fall mitten im Wald. Wir sind gerade durch die Stadt mehr oder weniger nicht geirrt, aber waren überhaupt gar keine Schilder mehr zu sehen. Ja. Und gar keine Wanderer. Das ist dann so komisch, wenn die Nacht reinbricht und einfach man sich total alleine und lost fühlt. Dann sind es jetzt noch 8 bis zum VP. War Status bei dir? Oh, ich würde sagen, man fühlt die Beine, aber noch alles gut. Die Zunge von dem Schuh merke ich so ein bisschen. Ah ja, schrappt. Schrappt so ein bisschen, aber sonst läuft's noch. Bei dir? Ja, auch alles gut. Ich mag das mit den Bergen. Bin froh über ein bisschen Abwechslung. Die Strecke ist dadurch auch interessant. Die Doppelblase von meinen vorigen 55ern, ja, genau. Die wird natürlich schnell mal nochmal angegriffen. Muss man im Auge behalten. Ja, weil wir wollen ja die ganze Scheiße hier schaffen. Nicht Scheiße. So wunderschön. Es fängt an zu regnen übrigens. Ach ja, ich wollte gerade noch sagen, es ist so schön trocken, aber... Ja. War vielleicht nur ein kleines Raupenhäufchen. Ja. Raupenpipi. Wir sind bei Kilometer 33,33 Periode. Wir haben 526 Höhenmeter geschafft bisher und ungefähr 6 Stunden 40 unterwegs. Die Lisa möchte jetzt mal ihr Jäckchen anziehen, denn es sind ja noch gute 5 Kilometer zum VP. Noch eine Stunde ungefähr. Wir hetzen uns hier keinen ab, wir machen ganz easy. Weil die Beine, die haben überhaupt nichts bei dem Tempo. Mir siehst du gut aus. Das stimmt. Wir kommen jeden Moment am VP2 an. Ja, hier geht's ab. Ich versuche nochmal die Brühe. Boah, das ist schlimm. Ja. Das wird nach unten immer schlimmer. Dann haben wir nicht so schwer hier rumgehockt. Dann passt das schon. Passt schon alles bis jetzt. Auf zu 58. Da gibt es dann lecker Suppe. Nach meiner Uhr haben wir jetzt Kilometer 42,195 Marathondistanz. Da haben wir schon echt viel gemacht und wir fühlen uns eigentlich noch richtig gut. Ja, gut würde ich sagen. Gut. Eine solide 2. Ja. Also, genau, also wir haben jetzt gerade eben im VP und an der Strecke schon andere Fälle gesehen. Da kann man sich selbst noch ganz glücklich schätzen, würde ich sagen. Ich denke auch. Also, dass die Füße noch nicht so aussehen wie ein Mettbrötchen. Und oh, auf die Fleischseite gefallen ist. Mettbrötchen wäre schön.
Jetzt halbe Stunde vor Geisterstunde. Ja, genau. Und 11:30 haben wir, die Zeit geht echt schnell vorbei. Ja, und ich finde so, dass nachts, das hat halt echt seinen Reiz dann, ne, irgendwie. Schon, weiß ich nicht, mal was anderes. Es hebt sich halt extrem vom Alltag ab. Ja. Zumal wir ja auch meistens sehr früh schlafen gehen. Wir sind sehr früh im Bett und dafür morgens aber auch sehr früh wieder raus. Das sind keine Nachteulen. Nee, gar keine. Schokolade. Das ist ja geil. Danke euch. Oh, wir melden uns von Kilometer 50. Wir haben jetzt 10 Stunden 45 gelaufen mit Pausen. Haben 1:15 Uhr nachts. Da ist mal Zeit für ein Leberwurstbrot. Leberwurstbrot geht immer. Mache ich immer so. Da stelle ich mir sonst einen Wecker. Schmier ich mir eine schöne Leberwurst-Donge. Eine schöne Bio-Leberwurst-Stunde. Ja, aber Bio muss es sein. Bio muss es sein. Genau, sind noch so 8 Kilometer zur VP. Gerade war so ein Taumeloper hier. Uiuiuiui, ey. Das sah nicht, ja, ey, das sah nicht gesund aus. Ich finde auch, wo willst du denn hier aussteigen, ne? Ja, hier geht nur Schuss hoch oder Schuss runter. Ja. Wenn es hier schlecht geht, dann bist du am Arsch. Dann bist du echt am Arsch. Oh, wir sind ja Gott sei Dank nicht am Arsch. Nee, wir sind taufrisch, also. Also ich finde auch, habe ich noch nie besser gefühlt. Füße und Beine haben nichts. Ja, ich nehme die mal ein bisschen hoch jetzt. Auch die Beine. Ja. Ja, an der VP, da werden wir uns dann noch mal ein bisschen mehr ausbreiten. Ja. Da werden wir die Beine noch mal hochlegen, Schuhe noch mal ausziehen. Ein bisschen länger Pause machen. Ja. Wenn die Suppe gäbe, wäre schon geil. Ja, ich denke mal erstmal nicht. Ich könnte heute ein Ründchen schlafen können. Ja, kleines Duckelchen. Also wer uns kennt, weiß, wir haben jetzt 1:15 Uhr, wir sind schon ungefähr seit 7 Stunden im Bett. Ich freue mich am meisten bei Kilometer 80 aufs Frühstück. Ich freue mich am meisten auf das Bett nachher. So richtig geil, wenn wir nach Hause kommen, wir duschen eben, Rollo runter und ab ins Bett. Falls wir die Autofahrt überleben. Hey, ihr müsst hier hoch. Hallo? Ihr müsst hier hoch. Jo, Leute, kleine Info aus dem Cockpit. 2:15 Uhr, Legungsstation. Noch so 3 bis 4 Kilometer. Boah, der Lack ist ziemlich ab. Die MS-Motivation sinkt. Ja. Man kann sich immer aussuchen, entweder die Achillessehne reißt ab oder der Ischias. Kniekehle flitscht weg. Kniekehle, alles. Oder der Rücken, das ist das Schlimmste. Jo. Kurz hier auf den Bäcker gucken. Bevor wir uns hier schon wieder verlaufen. Ja. Deswegen wissen wir auch nicht genau, bei wie viel Kilometer wir sind. Jetzt links. Oh, ich hoffe, die Suppe gibt's noch. Die Suppe wirklich. Ich will den Topf auskratzen. Gib mal ein bisschen Gas. Ich hab vergessen, eine Komoot anzumachen. Wir mussten nochmal zum Start. Ja. Ja, wir haben uns auch so ein kleines bisschen verfranst, aber ja, Hauptsache es gibt Suppe. Jetzt aber ein Pfeil. Pfeile sind immer gut. Also ich kann sagen, als Team. Hier geht links, Lise. Wo ein Pfeil ist, müssen wir lang. Ja. Fachkundiges Personal. So das allgemeine Befinden. Wunderbar. Wie immer. Ich lebe den Traum. Genau. Ja. Macht richtig Spaß. Ja. So ein 100er. Macht richtig, das muss jeder, mach mal. Ja. Ja, der macht doppelt so viel Spaß wie ein 50er. Ja, doppelt so lange Spaß. Wir sind bei Kilometer 65 und sind schon ganz schön am Sack. Wo sind wir? Ich denke mal hier so. Oh. Ja, jetzt bin ich müde. Die Motivation ist grenzenlos. Ist doch schon ganz schön platt. An dem VP3, da sind echt viele Leute heimgefahren. 1222 Höhenmeter bisher. 14 Stunden 45 unterwegs. Kilometer 67,5. Wir sind in irgendeiner Stadt, irgendwo. Wuppertal rum, Witten oder, keine Ahnung, Sprockhövel. Wir sind so ganz leicht am Sack. Ganz dezent. Ganz dezent am Sack. Wir haben 5.30 Uhr, kann das sein? Ja, schon danach. 5.45 Uhr vielleicht, keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall geht so ungefähr in einer Dreiviertelstunde die Sonne auf und darauf warten wir sehnsüchtig.
Mir ist es eigentlich egal. Egal, Hauptsache dein Ziel kommt näher. Ja. Man könnte jetzt hier auf so einer versüfften Parkbank schlafen. So geil. Hey, das sind ja nochmal Menschen. Ja, guten Tag. Ja, hi. Kommt die Konkurrenz angestiebelt hier. Ihr seht aber noch alle gut aus. Ja, macht einen guten Eindruck hier. Ja. Dann hocken wir mal noch ein bisschen und melden uns gleich nochmal wieder. Wir haben vor lauter Müdigkeit erstmal uns gerade total kaputt gelacht. Wie ihr hier seht, an diesem fantastischen Untergrund. Ja, hier befinden wir uns auf dem Radweg. Wir können Oma Ursel mit dem Klapprad und Körbchen wunderbar zum Edeka fahren. Und ein paar Kellerkartoffeln kaufen. Ja. Das ist einfach alles lustig jetzt. Irgendwann hat man so einen Punkt erreicht. Da ist man zum Heulen zu schwach. Ja. Da kannst du nur noch lachen. Dann brechen die ab. Oh, ich guck mal. Was für ein Kuh. Wir schon 76 Kilometer gelaufen sind, sind wir noch trotz nicht. Ja. Meter machen? Ungarn. Das hilft ja alles nichts. Komm, mein Liebling. Auf jeden Fall haben wir als Ersatz für meinen großen Zehennagel, den ich so langsam verliere, noch einfach so einen Kartoffelchip. Den können wir da noch so ein bisschen zurechtschnitzen. Auf Jurassic Park Größe und dann können wir den dann einfach nachher in der Drohe Wundbett einarbeiten, das sollte kein Problem sein. Jo Leute, neueste Information aus dem Cockpit. Wir sind auf dem Weg zu Isenburg. So, der steilste Berg des Tages eigentlich. Wir haben noch so ungefähr, keine Ahnung, 22 Kilometer bis zum Ziel. Und freuen uns natürlich in 2,5 oder 2 auf den VP4. Da gibt es ein lecker Brötchen. Die haben wir uns auch verdient. Wir ballern erstmal weiter hier den Berg hoch. Wir ballern wie die Nacktschnecken, ey. Ja. Leute, so hart, ey. Wir sind jetzt 80 Kilometer, ein kleines bisschen über 80 Kilometer gelaufen. Wir sind echt richtig am Sack. Oh, die Füße, die tun so weh, die Beine, die Achillessehnen. Ist echt kriminell. Jetzt bist du auf dem Kopf. Boah, tut das weh, ey. Das ist echt unerträglich, ey.
Boah, ich hab da so eine Bubble-Farm an jedem Zeh. Dieser Zehnagel, der ist mittlerweile... Der, weiß ich nicht, ob der sich schon vorne aus dem Schuh rausgeschnitten hat. Oder ob der in den Fuß reingedrückt ist. Der wandert jetzt so unter der Haut hoch bis zu meinem Herzen. Der Herznagel. Der Herznagel. Man kennt ihn. Gefürchtetes medizinisches Phänomen auch. Ew. Das ist eine Wanderkomplikation. Wir haben ja nur Wanderkomplikationen, ey. Dann heult man hier fast und dann brennt einer Schweiß in den Augen, ey. Oh. Also Tipp aus der Praxis, niemals heulen, egal wie weh es tut. Jetzt fällt einem schon das Leid in die Schuhe. Es ist schon passiert. Die Schuhe? Ich war gar nicht verhindert. Das passt überhaupt gar alles da rein, weil er reinfallen will. Da gibt es Leid. Oh. Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Das klingt wie so eine Zielankündigung. Wir sind am Poppy 4. Letzte Versorgung, bevor er dann nur noch zum Ziel geht. Danke noch. Wo für euch? Bitte schön. Was darf rein? Jungs, nur auf jeden Fall eins mit Käse. Und hier so ein Nutella-Experiment. Das hier? Daneben, das hier. Das hier, noch besser. Bitte schön, gerne. Super, danke dir. Gerne, gerne. Aber das ist natürlich der Hammer hier, oder? Mega. Nutella mit Banane. Ja. Leute. Survival. 80. Sind so fratt. Ja, es fühlt sich an wie gerade losgelaufen eigentlich, muss ich sagen. Sebastian schwächelt da ziemlich, aber... Du bist noch fit. Ich muss schon sagen, also mir macht das jetzt nichts. Ne? Ich möchte gerne noch ein wenig stehen und den Moment genießen hier. Ja. Ne? Leute, die Frisur sitzt, die Sonne knallt. Das ist echt ein bisschen aufmunternd, die Sonne gerade. Ja, die Sonne ist ein Traum. So viel gefroren die Nacht und den Morgen vor allen Dingen. Ja. Noch ein paar Kippen. Oder Pizzeria Fungi. Leute, wir sind jetzt einfach mal 20 Stunden am Stück unterwegs, ey. 20 Stunden, das ist so krass. Der Kessel brüllt nach Kohle. Nachheizjunge. Schon echt eine tierische Schinderei, ey. Das ist es. Es nimmt kein Ende. Aber der nächste VP ist das Ziel. Ja. Man fühlt sich halt auch so lost irgendwie, weil hier ist niemand ist. Nee, keine Sau hier. Ich sehe jetzt gleich dem Verpflegungsposten keinem einzigen Wanderer mehr begegnet. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt so richtig. Wenn wir so lahm sind. Also wir haben ja noch welche aus der ersten Gruppe überholt. Also ja. Ganz so lahm sind wir ja auch nicht. Auf geht's, die letzten 15. Ich muss mich ankrabbeln. Jo. Oh. Geht eh schief. Ich kann gar nichts mehr, ey. Ich kann nur noch atmen. Und das ist schon eine Tortur. Wir sind so hart am Arsch. Hat das noch keiner vorher gesagt, dass das kommen würde. Ja, da muss doch mal einer die Ausschreibung sagen. Ja. Ihr könnt eventuell am Arsch sein. Am besten finde ich immer, dass das alles nur Kopfsache ist. Alles nur Kopfsache. Ja. Die rohen Füße, die sind gar nicht da. Das gibt's gar nicht. Nur weil du so schwach im Kopf bist. Ja, genau. Deswegen sind deine Füße so weich geworden. Also mein kleiner Zeh ist mittlerweile so wie der große Onkel. Ich laufe nur wie so eine Gottesanbeterin hier durch die Gegend. Oh Gott, wenn du mich frisst, dann fährt dich keiner heim. Wir melden uns nochmal, wenn das einstellig wird. Die Motivation. Schön in die Scheiße getreten. Wer macht denn sowas? Gerade
gerade verflucht, was ich auch ein bisschen will. Wir sind so am Arsch. Wir wiederholen uns. Nee, im Ernst, ist jetzt Schluss. Vorbei. Ich bin platt wie ein Buslenker. Ey. Die Füße sind so gemischt aus Leder und... Leberwurst, die außen so in Leder genäht ist und dann so, also, dass du drauf gelatscht bist. Aber im Naturdarm auch. Aber, Sonne scheint. So wunderbar, ja. Mal ein bisschen hinlegen. Ich hab schon so einen richtigen krebsroten Kopf. Wir haben diesmal 90 Kilometer geschafft. Doch, wir haben schon 90. Ja, wenn wir uns halt so verlaufen hätten, wir... So sieht aber keinen. Nee. Also wir latschen jetzt mal weiter und melden uns am 90 Kilometer Schild nochmal. Ist so in 7-8 Kilometern. Ja, nee, dann kommt jetzt gleich. Witzigkeit kennt keine Grenzen, Freunde. Liesel, jetzt los, nicht hier verhocken, du verliegst schon. Ja, mir muss mal einer hochhelfen. Ab die Post hier mit dir. Oh, wir sind doch gut drauf, Mensch. Nein, ich brauche eine Schubkarre. Hilf mir jetzt nochmal hoch, verflucht. Oh, was hat eine Geburt mit dir, ey? Liebevoll von der Bank gestoßen. Mein Fuß ist abgefallen. Hey Leute. Ihr könnt es kaum glauben, ey. Da ist endlich mal das 90er-Schild. Hat sich so verdammt gezogen. Oh. Da ist das Ding. Da haben wir echt hart für gekämpft. Jetzt noch einstellig. 9,99 ab diesem Schild. Unfassbar, ey. Wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Über 22 Stunden. Den Rest den packen wir auch noch. Socke rechts und Feuer frei, würde ich sagen. So richtig hart offen. Kann man dazu sagen? Ich will gar nichts mehr sagen. Wir haben noch so ungefähr, ich glaube, 7 erschütternde Kilometer. Klingt so lächerlich, 7, aber das ist so schlimm. Ja. Nach so einer Länge jetzt noch 7 Kilometer, das ist richtig eine richtige Strafe, echt. Und dann einfach nur Medaille abgreifen, Auto. Und dann ab in die Heimat. Das ist halt immer so schade, dass dann nichts mehr von der guten Stimmung übrig ist. Scheiß Stimmung, wen juckt denn die Stimmung? Ich will die Medaille haben. Aber ich bin richtig stolz auf dich. Letztes Jahr haben wir die Zeit. Da haben wir angefangen mit Dortmund, 55 Kilometer. Und da war ich noch ganz genau 9 Kilometer vorm Ziel. Da ging der Lisa ganz genauso. Da war echt der Ofen aus. Und jetzt mal eben 100 Kilometer. Die Steigerung, die ist phänomenal. Steiger jetzt los. Ja. Da die alte Brotspinne. Das sieht flüssig aus. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das brennt, ey. Die Beine, die sind am Glühen. Die Füße, die sind Matschepampe. Jetzt sind noch 6 Kilometer bis ins Ziel und noch 80 Höhenmeter. Langsam Zeit, dass wir da sind. So am Sack. Ich bin jetzt wieder in Wuppertal. Und jetzt müssen wir noch durch die Stadt zur Nordbahntrasse. Leute, hier brennt der Busch. So am Sack. Hammerhart, ey. Da vorne ist diese, die zieht einfach durch. Die ist echt fertig und knallt einfach das Tempo weiter. So Respekt vor ihr. Also meine Achillessehnen, die sind mittlerweile wie Gitarrenseiten. Kurz vorm Abreißen. Das ist ein Elend, ey. Jetzt dreht sie komplett durch, ey. Jetzt sticht so der Hafer. Die letzten 24 Höhenmeter und der Kessel glüht, Alter. Geil, ey. Gleich haben wir noch 3 Kilometer. Erleichterung dann.
Ja, man schon mal 104 Kilometer gewandert. Mit über 2000 Höhenmeter. So krank, ey. Das ist 45 Kilometer mehr, als du jemals gewandert bist. Ja. Nur immer mal im Prinzip 4 Päuschen, 20 Minuten. Ja, ja. Boah, das war so eine kranke Scheiße. Das können auch nur so Leute dauerhaft machen, denen das nicht so schwer fällt wie uns. Ja, ja. Die da irgendwie besser drin sind, denen das irgendwie besser liegt. Also mir liegt das null. Naja. Ja. Du läufst bei 104 Kilometer. Ja, das schafft ja jeder. Naja, das schafft überhaupt nicht jeder. Untrainiert und alles. Nee. Hey Leute, die letzten Meter. Guck mal. Endlich, können wir aufhören zu leiden. 104 Kilometer. Wir haben uns ein bisschen verlaufen. Das ist halt normal. Die 100 Kilometer hatten wir nach 23 Stunden und 54 Minuten. Da wird gedreht. Yeah! So, oh, geil. Hey! Oh, ich danke dir. Hast du noch eine? Ich krieg noch eine. Danke schön. Jo, danke. Oh, danke für euer Anfeuern. Ja, aber sowas auch. Gott sei Dank, ey. Macht's gut, danke schön. Ciao. Ja. Ich wusste das für euch. Hey. Glückwunsch! Hier, wen auf euch habe ich hier noch gewartet? Glückwunsch! Hier und ihr auch! Ich wusste, hey, dass ihr es schafft. Aber habt euch gut geklärt, was? Schlimm, echt schlimm. Ja, ich dachte doch, aber ich habe es aber zum Glück schon auf der Null gemacht, dass ihr jetzt schon wieder gut geht. Aber ich fand eigentlich zwischen 16 und 18 am schönsten. Ja, ja. Eine Schinderei. Die Zeit ist null vorbeigegangen. Ja. Ja. Und du wusstest nur, da kommen noch die harte, die dann ja nicht so, die war zwar hart, letzte Abschnitt, aber das war eben, du wusstest, danach ist vorbei. Aber ja. Bis 80 war so. Oh, das war richtig. Da ist kein Kilometer dazugekommen. Ja. Also war schon schlimm. Aber geil. Wir waren so langsam nachher, ich konnte nicht mehr. Ich bin einfach verreckt. Alle 3 Kilometer musste ich alle halten. Unschön. Diese Abstiege, ey. Das ist einfach, ich hab immer nur gehört. Ja. Holt euch ein Bierchen, also oder Radler. So machen wir das. Und dann, wir sitzen da. Die, was hast du? Cola? Da liegt die auch. Ich bin ja schon fast erholt. Ich hatte euch, ich kann mich genau erinnern, schwarz-weiß. Sehr eingeschränktes Mobiliar. Equipment. Ja. Aber du gehst aber noch sehr entspannt in die Knie. Ich bin gleich auf das Hochkommen gespannt. Ja. Okay. Oh, diese Füße. Die sind einfach ekelerregend.